will er denn jetzt hier? Will er jetzt hier, dass ich hier das hier mache oder was? Kann sich entscheiden, was er will. Ja. Dann mach schon mehr Damage auf jeden Fall. Geht einigermaßen. Ja. Was gedroppt? Feuerrate nachladen, das Ganze in Ordnung. Die Genauigkeit ist auch cool. Schön. Der Distanz, TP kann aber sich immer noch nicht. Jetzt will er eine Waffe. Hä? Junge, was willst du denn jetzt, Alter? Ganz ehrlich, schreib es doch in den Chat oder so, Alter. Ganz ehrlich, das ist behindert. Für dies ist natürlich ein bisschen dauertet. Mal so zwei Magazine. Ja, denn von mir. Ich drop jetzt meine halb kaputte. Links hier, wo ist er denn? Auch nicht haben. Hm. Soll ich mal meine Reifis Rache, die ist ein bisschen. Sand. Ach komm, droppe ich die. Also, ich rede Ray so besoffen, dann rettet man ein Überleben und dann so Leben retten. War vorher die ganze Zeit voll stoned und angetrunken, Alter. Nicht angedrucken, sondern. Ja, da hat er jetzt die Waffe bekommen, der Pole. Jetzt hat er. Jetzt hat er Spielspaß. Oh, ich muss hier noch eine tägliche Quest machen. Ui. Was denn? Guck mal, dass er gequittet. Oder? Lol. Achso, du bist das für ein Kollege. Soll ich die Drohne machen? Besseren Loot? Also. Können wir machen. Was hab ich denn schon wieder für Müll im Metall? Das ist ja schlimm! Ah, ich baue mit Metall. Muss ich kacken, was? Er hat mich gescampt, was? Übrigens von 136er Totengräber. Uff. Ein Bot. Was bist du denn jetzt? Er gibt mir Quarz. Ich bin nach Müll durch. Also hat er mich nicht gescampt. Ach, ich weiß es nicht. Es geht mir auch auf den Sack. Ganz ehrlich, solche Leute, die nicht mal andersweise irgendwas schreiben können. Also die Toten geben 136, er freut sich. Naja. Ich habe keinen Plan, was die eigentlich von mir wollen, weißt du. Ich denke mir so. I feel you. Abfahrt. Oh, Energie gegen Naturgegner. Oh, mein Schwert. Was? Moment, hast du gerade mit Stein? Nein, das war der Teammate gewesen. Das war der verdammte Teammate. Junge, ich habe Luftabwehr da unten platziert. Er platziert eine Decke. Muss mal einen Vierfachwerfer, wenn man ihn mal braucht. Hä, warum habe ich hier 130? War wahrscheinlich aus meinem Lager irgendwann mal. Und der schallert durch. Da rennt er jetzt weg von mir. Arsch liegt und er ist tot. So, haben wir geklärt. Hey Junge, das gibt's nicht, Junge. Warum ist der Hurensohn so beschränkt, Alter? Warum ist es eine Missgeburt? Junge, das gibt's. Ihr platziert einen Teleporter hier unten hin. Du bist so beschränkt, Junge. Ganz ehrlich, verpiss dich einfach. Du beträgst Hunde so ein Pole, Junge. Oh, das wäre so geil, das Videoformat für so eine Kloppis in RDW, weißt du? Weil ich hab schon aufgenommen, Junge. Ich hab keinen Bock mehr auf diese Missgeburt von Pole, Junge. Der Polacke geht mir so auf den Sack. Wenn wir Mission machen, musst du immer sowas aufnehmen, was so öffentlich machen, weißt du? Ey, Junge, ganz ehrlich. Wie beschränkt kann man sein und einfach einen Teleporter platzieren, wo zwei Teammates unterwegs sind? Er ist Konstrukteur, er könnte mal den Smasher aufhalten. Nein, er ignoriert ihn. Gott, der denkt ja da krass, Junge. Abgeschlossen. Ja, er hat sich alles gesnackt. Anti. Naja. Die aktive. Warum habe ich eigentlich 130er Dingswerfer? Gib mir den 136er.
Was fehlt mir denn dafür? Ach so, ich habe mein ganzes Breitkorb weggezimmert. Stimmt. Ey. Beschränkt. Ich verstehe es immer noch nicht, wie er da einfach den Teleporter platziert hat. Der wusste doch, dass wir da fighten. Der wusste es doch. Ist hier jetzt Scammer, ne? Also gefühlt ja, also der ist dann weggegangen, der hat dann alles wieder bei sich eingesammelt. Und ja, also der hatte Spielspaß gehabt. Der hat er mir Quarz gegeben, aber ich sag mal so, eine 136er Waffe und du gibst mir 1K Quarz, so wisst ihr. Viel Spaß, willst du für den 136er? Er hat mir 1K gegeben, also 999 so. Halt nicht viel. Ich sag mal so, ich hab genug im Inventar. Quarz, mäßig, ja, ich warte. Ich auch, das scheiß ich aus. Allein die Scheibe auch nicht hier auch gegeben habe. 14.000 habe ich. Ich hab 14.000. Ich meine, die ganzen Feinwerte glaube ich auch so. Kommt auch so hin, ja. Und solche Leute werden supported. Also unterstützt, also gecarried und so ein Scheiß. Ich bin zwei Gott. Macht doch nichts. Ich verstehe gar nicht. Ist auch immer geil, wie Leute was von mir wollen, dass ich irgendwie helfe. Und dann sagst du, ja, dann ist Gott so und Griff und sagst, hä, der andere macht so und so viel. Dann geh doch zu ihm, wenn du das machst. Ach so, genau, ist ein bisschen beschäftigt. Genau, bei dem stehen ja 300 Leute an, weil ein Duper ist, nicht da kostenlos machen kann oder für ganz wenig. Ja, hier ist übrigens eine Dings. Ja. Sturmtruppe. Ja, ich bin schon da. Ja, der Überlebende ist aber noch hier. Ich mach mal jetzt meinen 100er aus. Ich hab doch auch keinen Bock mehr. Naja, guck mal, die 136er, die habe ich von irgendjemandem mal bekommen und ich interessiert mich eigentlich relativ wenig. Mal, ich hab das für dich wieder. Wo ist denn die? Da. Wird doch nicht da, ist kacke. Schallert auch hier rum. Wow! Hilfe, halt mal. Wo, weißt du, was er gemacht hat? Der hat den Überlebenden ignoriert und ist sofort zur Sturmtruhe gelaufen. 111, Junge. 111 ist er. Er ist einfach ein Untermensch. Gott. Warum lästern wir eigentlich noch über diesen Wichser? Weil er gute Videos. Ja, weil ich auch Spaß mache. Ja. Hab jetzt eigentlich meine Dings rausgehauen, ungefähr. Ich finde aber dennoch den Knockpreis irgendwie damals immer noch viel zu hoch dafür. Die müsste jetzt noch irgendwie Leitschaden machen, weißt du? Leitschaden? Ja, die müsste mit dem Perk, dass sie das zur Explosion bringt, würde ich sagen, die müsste 10% des Waffendamages an Leitschaden machen. Ein Leitschaden? Hm. Ist das nicht indirekt mit den Bomben eigentlich schon Leitschaden? Ja, ist ja kein Leitschaden. Ich hab die Drachenodem bekommen. Auf Natur. Wir brauchen eine größere Basis. Er baut mich schon wieder ein. Er baut mich schon wieder ein. Er baut mich schon wieder ein. Was willst du denn jetzt schon wieder von mir? Er hat wieder Quarz. Ja, den Quarz kannst du in deine Tonne treten, Junge. Was will er denn von mir? Junge, ich zeig dir gleich all meine Screenshots von meinen scheiß Waffen und dann zeige ich dir, Junge. Moment, ach, da ist jemand nachgejoint. Ich gehe da jetzt nochmal rein. Auch ein bisschen Metal, Alter. Jetzt von mir? Er will wieder Quarz. Ja, kannst am Arsch lecken. Ich verstehe gar nicht, warum er so viel Quarz hat. Jeder müsste doch normalerweise wissen, dass jeder zwei Peaks genug Quarz hat, um jemanden damit zusammenzutreten, Junge. Ey. Da gibt er mir Quarz für irgendeine scheiß Waffe, die gefühlt. Baut der Pisser mich ein! Ich melde ihn jetzt. Mach ich mit.
So, Spieler melden. Wo ist das? Belästigungsintendierende Spielweise. Der Typ, dieser M-Typ, was auch immer, wird diesen Spieler blockieren, natürlich. Lädt, super. Ah, ich habe ihn jetzt nicht blockiert. Egal. Ich verstehe es nicht. Er ist 111, er ist High-Level-Spieler. Warum fragt er überhaupt nach Traden, Junge? Zwei. Der ist doch nicht High-Level. Level 111 ist er doch, oder nicht? Ja, aber es ist nicht High-Level. 100, High-Level fängt erst so ab 120 an, finde ich. Also, Ja, ich würde trotzdem. sagen, erst Also ab er ist schon im 122. Level 100er Bereich und er kann Twin Peaks Mission starten, 140er. Und ich verstehe gar nicht, wieso er 140, also 140er Mission, rein theoretisch starten. Kann, muss, was auch immer. Verstehe ich nicht. Moment, das sind zwei über. Digi, ich fackel euch alle ab. Da kenne ich nichts, da fackel ich nämlich nicht lange. Wieder ein Überlebender hier. Ich verstehe es nicht. Ich habe auch häufiger in solchen Missionen einfach solche Leute, die einfach wirklich traden wollen. Und es auch Endgame-Spieler sind. Wenn ich traden will, dann interessiert mich eigentlich nur Modded oder OG-Waffen und so, weißt du? Alles andere brauche ich nicht. Das andere, ich will das einfach nur sammeln, weißt du? Das ist einfach Ja. Leidenschaft zu sammeln. Und das brauche ich ja auch eigentlich so nicht. Also, bin so rich, ich könnte jeden Tag 50 Missionen machen und die ganze Zeit bezahlen. Und ich wäre immer auch in einem Jahr nicht ausgebrannt an dem jetzt. Ja. Na gut, ich vielleicht nicht so aus, aber bei mir sieht es halt so aus, ich brauche halt, na eigentlich, ich brauche eigentlich keine Planken, ich brauche nichts. Junge, ich habe genug Zeug dabei. Ja, meine ich ja. Also von Planken so, Junge, ich kann die auskacken, Junge, die Planken. Ich habe genug Fallen und so ein Scheiß. Und trotzdem wollen die Leute. Was, warum fragst du nach Planken, Digga? Ich frag immer nach Planken. Weil das meistens das ist, was man dann mit den Leuten halt traden kann. Und dann kann ich meinen Scheiß halt loswerden, also Malachit und so. Wem tradest du denn, Alter? Kindern. Ich habe gerade nicht Kinder, sondern Inder verstanden. Indern. Ja, ich trade mit Indern. Ah, Digga. Ein paar Inder. Gib mal ein bisschen Holz. Bisschen Feuerholz. Aber meistens kriege ich dann halt die Leute auch dazu, mir Breitcore zu geben, auch wenn sie halt nicht so viel haben. Dann trade ich ein paar Ja. Mal mit denen, wenn sie dann halt interessiert sind. Dann, Naja, ich eigentlich auch, aber die verlangen dafür immer viel zu viel. Da denke ich mir so, ich hab's eigentlich, ich könnte es auch easy bezahlen, das wäre für mich ein Witz. Aber das ist einfach dennoch viel zu viel, was sie verlangen. Ja, also Breitcore ist generell immer so das Ding. Die sagen zwar, Sonnen sind alle selten, aber Breitcore muss irgendwie am meisten bezahlen. Warum sind eigentlich Sonnen das eigentlich, was wertvoll ist, so? Sind Verstehe sie ich eigentlich im nicht. bis dato nicht. Also warum wird Sonnen getradet und nicht Breitcore? Sonnen sind irgendwie einfach bekannt, es hat sich irgendwie so eingegliedert, weißt du? Sonnen sehen schön aus. Sind bekannt. Weißt du, was ich meine? Das ist das Einzige. Sonnen haben halt nicht wirklich einen Wert. Naja, jetzt fangen ja die meisten an, alle ihre Waffen auf Sonnen zu machen, was ja indirekt ja nicht verkehrt ist, aber trotzdem gibt es halt Trotzdem brauchst du Inventar. nicht so viel. Du brauchst immer noch mehr Bright im Vergleich. Ich habe gerade Note-Dog für drei Schrauben eine Spektralklinge weggezimmert. Lol, ich hab noch Feinde im Inventar, die ich umperken müsste. Also nicht umperken, sondern die ich einmal wiederverwenden müsste, um die in höheren Level zu haben. Kann es sein, dass der dich immer noch einbaut? Warte, ich muss noch mal ob irgendwas unter einem anderen Punkt melden oder so, der ähnlich ist. Spieler melden. Spamming, Betrug, das kommt auch noch hin. Spamming! Spam. Er spammt dich ja, gefällt ja irgendwie so Ja, durch. meine ich ja. Ey Junge, ich hab echt ein kleines Problem mit meiner Geisel. Ich will die nämlich nachladen. Was ist das denn jetzt schon wieder, Junge? Was will er denn? Die Hemmung oder was? Er hat Quarz da. Ja, und jetzt? Ich sammle mir keinen Quarz mehr auf, ich habe keinen Bock mehr, mein Inventar ist schon voll. Gib mir das Quarz. Ich habe noch, glaube ich, ein bisschen so Platz. Ja, ich habe noch ein bisschen Platz. Wie Also ein Quarz bisschen hast hier, du? ich habe noch ein bisschen Platz. Ich habe gerade so 2x99 und einmal 358 drin. So, rumliegen bei mir. Ja! Ja. Ich habe immer noch 12.000 Quarz. Ich habe 5.000 Elfis.
Ich habe meiste Quarz bei mir entfallen. Ich kann mal gucken, wenn ich meine Fallen alle wieder verwerten würde. Gerade nicht bei mir habe. Du hast auch noch Fallen von mir, eine Menge. Ja. Relativ zum Metz. Ah, ich kann hier wieder. Ich kann wieder ausgeben, Junge. Ich habe wieder Speck. Hast du noch Speck? Speck? Ich glaube nicht. Warum? Speck sollte ich eher. Speck sollte ich demnächst mal wieder welche Leute fragen. Oder ich farm Speck. Verstehe gar nicht, warum er drin ist. Kann doch eigentlich rausgehen. Gerne meinen Fallen wir werden, würde ich jetzt 6352 Quarz. Wird da so viel in der Gruppe beigetreten? Auch weil wir so lange schon spielen, oder? Ah, doch, ich hab Speck. 755. Also gequittet, endlich. Also selbst ist er nicht gequittet, ne? Das ist schon Wurst, oder? Ist er nicht? Nee, kann nicht sein. Warum sollte er selber quitten? Denk mal doch mal nach. Naja, der stand eine gefühlte Ewigkeit auf Kader hinten rum. Ja, gut. Leute, wenn euch das mit den Schwasten gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dass wir uns diesen Scheiß jeden Tag antun, dann lasst eine Bewertung da, ansonsten halt nicht. Wir sehen uns im nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin und ciao. Tschu.